Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Programm. Und zwar ist es die Folge Nummer 60. Wir gehen mal hier rein in die Verträge. Der Drado hatte ganz viel geschrieben. Müsste mal in den Kommentaren gucken. Da habe ich einmal das Barometer, möchte er ganz gerne dabei haben. Und Bauvorschläge sind auch da. Und wir müssen mal gucken, Orbit the Moon. Das können wir auf jeden Fall ja machen. Just scans of Kerbin positions in... Rescue Martha coming from orbit out of Kerbin. Okay. Science Data vom. Ja, da sind ganz viele Sachen bei, die wir machen können, ne? Ja. Temperature scans of Kerbin. Plant flag on the moon. Okay. Science Data from surface of the moon. Ja, das können wir alles anleiten. Oder wie war das? Gucken wir mal. In 3 Tagen ist das weg und das haben wir Ziel. Viele Zeit. Ah, viele Zeit, genau. Das ist super deutsch. Viel Zeit haben wir, um das zu erfüllen. Das sind 10 Jahre. Das sind Kerbin. Ja, nächste Mission habe ich schon so ein bisschen gesagt, dass ich ganz gerne den Moon in Augenschein nehmen sollte. Das würde bedeuten, den und 8 Jahre den. Kerbin Science Data from Space Around Kerbin würde bedeuten, das können wir mitmachen eigentlich. Weil das ist ja auf dem Flug dahin, ne? Position Satellite in a Polar Orbit of Kerbin. Das ist halt gegen die normale Flugrichtung, die wir haben. Orbit the Moon machen wir auch. Können wir auch machen. Und... Warte, was hat man eben doch gesagt? Das hier. Genau, das nehmen wir auch noch mit. Naja, das wäre jetzt hier so eine Geschichte, die werden wir auch irgendwann machen. Ich könnte sie auch annehmen, oder... Ja, der Kralo hat gesagt, ich kann sowas annehmen. Das sind auch. Kriegen wir schon noch hin. Gut. Soweit, so gut. Verfügbar haben wir jetzt genügend. Also nicht verfügbar, sondern angenommen haben wir jetzt genügend. Wir haben Science über 90. Wir gucken dann mal rein, dass wir das Barometer mitnehmen. Das müssten wir dann schauen, wo das ist. Das sind ja alles hier die schicken Aufträge. War das hier? Ich glaube ja, ne? Da ist es. Was haben wir hier? Einen kleinen Tank noch? Oder was war das? Storage Container? Okay. Und diese Leiter. Ja. Das Barometer macht am meisten Sinn, hat der Dralo geschrieben. Dann machen wir das auch mal. Advanced Flight Control. Ja, ist alles super, aber noch nicht jetzt. Haben wir denn schon Landestützen? Fällt mir gerade so ein. Nicht wirklich, ne, oder? Doch, ich glaube, wir hatten irgendwo eine, ne? Irgendwo hatten wir sowas doch, oder? War schon hierbei? Ich glaube, das ist es, ne? Landing Strata, genau. Gut. Ja, Barometer haben wir. Wir haben noch 14 Science-Punkte, also wir müssen neuer machen. Ja, dann müssen wir... Vehikel konstruieren. Ja. Ein Bauvorschlag von Drado haben wir. Octoprobe Core. Ist der. Ja. Nehmen wir den erstmal. Dann oben drauf Aerokappe. Aerokappe. Wird da sein, oder? Habe ich sowas? Aerokappe. Ist das gemeint? Würde das... Oh, das sieht ja riesen Ding aus, okay. Ja,
Aero-Kappe plus Antenne. Woanders ist sowas nicht. Also wenn, dann wäre es das. Ich weiß aber nicht, ob Dralo das meint. Und Antenne. Wo war die Antenne? Ich weiß nicht, wo die Antenne war. Ach, hier unten ist auch noch was. Da ist die Antenne. Kann man die da dran bauen? Sieht wohl so aus. unten drunter wird die Aero. Er hat gesagt, von den Batterien hat er auch gesprochen, dass es da schneller und langsamer gibt, ne? Das wäre dann eine schnellere, aber ich mach mal einfach die. Und ich. Mach die mal so oben drauf, oder? Passt das? Nö. Die geht ja gar nicht, ne? Oh. Ich glaube, so Zentrum nach oben geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Ist immer irgendwie schief. Ja. Wird's das was bringen, wenn ich das so mache? Ist es jetzt gerade? Nee. Geht wohl nicht, ja? Geht wohl nicht. Dann lassen wir so. Gut, okay. Nee, dann will ich sie auch nicht da haben. Dann will ich sie da haben. Sieht dann cool aus, oder? Ja, unten drunter eine Batterie. Batterie. Nee, das war nicht die Batterie. Wo waren die Batterien? Da war die. Ich glaube, da nehmen wir so eine schicke Bank. Größter Tank. Größter Tank wäre der, ne? Ist das wirklich der gemeint? Ein Terrier Engine. Ja, da gibt's wahrscheinlich nur diese Möglichkeit, das zu nehmen, ne? Und den da drunter. Und am Tank 4 Solarzellen. 4 Solarzellen. Warte. Ne, das ist falsch hier. Da sind sie. So. Ein Thermometer. Das hatten wir da. Das ist nur auf 4. Das müssen wir gerade umstellen. Machen wir mal dahin. Ein Barometer. Das machen wir dann auf der gegenüberliegenden Seite hin. Ich glaube, die gleichen sich vom Gewicht dann auch raus ungefähr. Und dann 3 Landebeine. Landing Strut. Wo finde ich die? Das ist nicht, ne? Nee. Doch. Aber das sind das die, die ich haben sollte? Die sehen so komisch aus. Habe ich denn nicht andere gehabt, die vielleicht ein bisschen schicker sind? Ja, ne? Das ist nicht. Ja, sind wohl die da, ne? Ich weiß nicht, wie hoch die sind.
Kann ich die ausfahren hier? Ja, ne? Okay. Die müssten noch vielleicht einen Tacken tiefer. Ja, dann geht's aber auch schon kaum tiefer, ne? Dann müssen sie wohl so bleiben. Können wir die jetzt auch wieder einfahren? Ja, ne? Gut. Passt. Das haben wir auch dran, ne? Die Kappler brauchen wir dann. Der kommt da hin, alles gut. Schön wäre es, wenn das drin wäre, ne? Aber naja, ist halt nicht so. Nose Cone. Irgendwie ist das bestimmt falsch. Die sieht aber anders aus, ne? Ja, das war's. Und das Rest haben wir ja nicht, ne? Gut, okay, lassen wir das. Kein Gu. Okay. Ja, das ist alles richtig. Nochmal ein Tank und ein Terrier ist eventuell nötig. Oh, machen wir dran, ist doch kein Ding. Er ist ein Tank. Und dann den Antrieb. Ups. Haben wir. Kehr muss da noch dran. Wenn ich mal immer wüsste, wo das alles ist, da ist das Kehr. Das ist auch schon wieder dreimal an, das brauchen wir nicht dreimal. Dann machen wir das dahin. Was ist das? Ach so, das ist so ein Flight Unit, Computer Flight Unit. Ja, das ist erstmal. So, wenn er im Kehr den Wert sieht, den DV sieht, dann kann er das entscheiden, sagt der Dralo. Schlussendlich wieder eine Hauptstufe mit Boostern anbauen, wie gehabt. So, Hauptstufe, gute Frage, ne? Nee, stopp, das ist verkehrt. Da muss erst ein Dicker bleiben. Da drüber hatte ich den, naja. So, und dann... weiß ich gar nicht mehr, wie viele Tanks das waren. Wir nennen das, wie hat er gesagt? Muna Alpha, glaube ich, ne? Weil ich muss jetzt erst nachgucken. Safen wir das gerade, wie unsere Hauptstufe aussieht. Ich weiß nämlich nicht auswendig. Lass mal gerade gucken. Hat er das gespeichert? Wo ist M wie Muna? Da, hat er gespeichert. Gut. Und... dann nehmen wir mal gerade die Hauptstufe. Düsentest. Laden die gerade mal. Und dann gucken wir mal, wie viele Tanks waren das denn? 1, 2, 3, 4 Stück waren das, alles klar. Und hier unten haben wir einen Survive. Survival. Naja, okay. Gut, dann laden wir wieder das andere Modul. MV Muna. Load. Dann müssen wir also doch wieder höher. Und 4 von den Tanks dran. Habe
habe ich denn die Köpfe dran? Nee, hier ist was falsch gelaufen. Das ist ein falscher Tank. Das war ein... Sag schon. Zwei. Drei. Und vier. Ein klein bisschen zu niedrig. Dann Triebwerk dran. Das war das. Und zwei Booster waren daneben noch. So. Dann noch Luftgeschichten hier gerade dran machen. Haben wir. Und zur Stabilisierung hatten wir die. So war das, ne? Er hatte mir letztens... So, jetzt aber. Geht nicht. Was will er denn jetzt wieder nicht machen? Aber das ist jetzt gerade, oder? Aber viel zu hoch. Obwohl, wahrscheinlich auch egal, aber wir machen es dahin. Ich glaube, das passt, oder? Diesmal ist es symmetrisch. Sollte gehen. So, das war die Hauptstufe. Ich glaube, die kann einen Tacken tiefer. Gut. 4 Fins auf 45 Stabilisierung. 4 hat er doch geschrieben. Siehst du, und er hat jetzt definitiv nur 2 gemacht. Warum schaltet er mir die um? Zwei, obwohl, lasse so. Frosch im Hals. So. Ja. So. Atmo-Anzeige nochmal ausschalten, damit beide Werte gesehen kann. Ist das das? Ich will es hoffen. So, jetzt müssen wir hier noch nichts machen. Trust Limiter. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe gar nichts. Irgendwas habe ich falsch gemacht noch. Care ist nicht dran, oder was? Doch, Care ist doch dran, oder? Na, dann ist es wahrscheinlich nicht eingeschaltet oder sowas. Kompakt, okay, Settings. Settings. To the left or to the right? Keine Ahnung. Ja, das war, ne, eine ganze Weile her, dass ich wusste, wie man das einstellt. Hat der Dralo mir auch gesagt gehabt. All Stages. Auf jeden Fall ist es hier. S2. Ich weiß nicht, S4. Müsste ich eigentlich runterschrauben, ne? TWR, da unten ist er ja. Was? 1,97? Da steht 1,97. Hab ich jetzt was falsch gemacht? Das Haupttriebwerk muss brennen oder was? Oh, jetzt ist es komisch wieder, ne? Die Maustaste geht nicht. Ich weiß nicht warum. Ah,
Da fehlt schon mal, gut, dass das noch so gelaufen ist, da fehlt ihm die Kappler. Ja, müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Und er macht hier wieder nur zwei, ne? Ja, da macht er immer nur zwei. Kompakt machen wir bitte. Und nochmal. Jetzt haben wir keinen ausgewählt. Ich glaube, es ist noch richtig. Ah, ich sehe den Berserk Finn, der ist da oben gelandet. Nee, der ist auch nicht richtig dran, ne? Nee, der ist nicht richtig dran, ne? Das geht wieder nicht. Guck dir es an. Das passt wieder nicht. Was hat er da wieder gemacht? Den will ich haben. Aber nur zweimal. Jetzt hat er den nicht angepackt, ne? Oh, das ist schon nervig manchmal, ne? Ah, jetzt sind es wieder vier geworden. Vielleicht kriegen wir es ja mal irgendwann hin, dass es passt, so wie jetzt. Ja, irgendwie will der auch ganz super das so machen. Das sitzt doch nicht richtig dran, oder? Was ist denn da jetzt wieder passiert? Oh. Also, heute bin ich mit dem Ding auf Kriegsfuß, oder? Da war noch ein Dekappler dran an dem Teil und das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, jetzt passt's aber. Mann, 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 Mann. So, ich glaube... Die Rakete steht erstmal von der Größe her. Das passte. Ja, Atmosphären Kehr noch einmal wieder ausschalten, damit ich beide Werte sehen kann. Das ist das, oder? Habe ich gemacht. Ich kann hier nicht draufklicken und dann geht das nicht immer, ne? Das kann ich hier... Das ändert nichts an meinem Wert hier. Warum das nicht? Muss ich den anmachen, damit er das hier ändert? Irgendwas ist hier faul. Hier ändert sich nichts. Irgendwas passt hier nicht. So, aber 152 ist passend. Das lasse ich jetzt so. Ich hoffe, das ist so richtig. Irgendwie ist das Programm buggy. Ich kann jetzt nämlich hier meine Tasten drücken und es klappt nicht so richtig. Ja, gut. Gebaut haben wir. Hat ewig gedauert. Sorry, aber ist halt so. Der Drahlo muss sein... Sonntags morgens Kaffee leider wieder da ganze Zeit schlüren und sich drüber aufregen, dass ich so schlecht gebaut habe. Aber ja, wir müssen jetzt mal so verbleiben. Ja, Ingenieursbericht, super. Was haben wir denn da noch alles so? Gewichtsanzeige. Oh, da haben wir auch noch ein Problem. Aber es ist orange, das heißt, er kann fliegen.
Was hat er? Missing Ladder? Ah, das ist aber jetzt auch nicht wichtig. Das brauchen wir nicht. Gut. Okay, das wäre jetzt die Muna Alpha. Speichern wir gerade nochmal. So sieht sie aus. Ich hoffe, das passt. Der Dralo wird mir sicherlich wieder was dazu sagen. Ich hätte gerne diese zwei Anzeigen gehabt, weiß aber gar nicht, wo ich die wieder einstelle. Ja. So, das ist größer, kleiner, alles klar. Career, Partless. Partless war richtig. Ja. Ich weiß nicht. Ich krieg's gerade nicht so richtig hin. Left, right, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so wichtig. Oh, Stages, Settings. Settings haben wir da, ja. Kompakt. Gut, lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, für die Runde soll es auf jeden Fall reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.